Bonsoir, messieurs, dames. C'est un massacre de la chorale profane. C'est un massacre de la chorale profane. Mein Hobby ist altfranzösisch. Der Titel dieses Podcasts ist altfranzösisch und soll den Rahmen einer Stunde nicht sprengen. Deshalb stelle ich die Eieruhr und höre dann auch auf. Die geht leider nur bis 55 Minuten. Sonst zerfällt das Video auf der Speicherkarte. So, ich habe Post bekommen aus Frankreich. Avenue de la République, Vénissieux. Die mache ich jetzt einfach mal auf. So einfach geht die auch nicht auf. Ich hole mal das Teppichmesser. Und es ist auch wieder ein Buch auf Französisch zum Thema Musik. Es ist ein benutztes Buch. Man sieht, dass es ein bisschen abgegriffen ist. Ich habe es leider nur gebraucht gekriegt. Es ist Guide de la Musique de la Renaissance, hier bitte. Und ich habe dazu den La Musique Sacrée et Chorale Profane, L'Âge Baroque, hier. Und ich werde in der Zeit rückwärts gehen. Und dann werde ich, wenn ich hiermit abgeschlossen habe, weiter mit Renaissance-Musik machen. So. Rechnung kann man mal drin lassen. So, hier gibt es noch einen Aufkleber. Ich lese vielleicht mal den Kanappentext von dem neuen gebrauchten Buch vor. Was mich so ein bisschen ärgert, dass das Buch so teuer war, ist, gibt im französischen Preis 45 Euro, man hat es in Deutschland nur gebraucht bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das noch gedruckt wird. Kann man gerade gucken. Und bei diesen auch Januar 2008, so gebraucht ist es wahrscheinlich gar nicht. Januar 2018.
Naja. Also hier sind teilweise sogar Thomas Walkies. Das ist ein bisschen anders aufgebaut als das andere. Da geht es den Theorie-Komponisten nach. Die werden hier erst nach einer Einführung, so ab Seite 'Theoreticien de la musique', hier zum Beispiel Aron Pietro, ca. 1480 bis 1545. Giovanni Maria Artusi ist hier relativ bekannt. Mal gucken, wen ich wieder erkenne. Den kenne ich nicht. Joachim Burmeister hier aus Lüneburg. 1564 bis 1629. Jalus Dressler aus Jena. Heinrich Faber, habe ich auch schon mal gehört. Wie gesagt, mein Hobby ist Eifel-Französisch, ich kenne die meisten. John Hotby, das kenne ich auch. Circa 1430 bis 1487 ist nicht besonders alt geworden. Hier auch ein Abschnitt Les Instruments, Barockinstrumente. Das ist alles schön. Interessant. Fagott, Basson, Flûte de Cam, Flûte douce. La présentation des anges musiciens.
gibt es hier einen Abschnitt La France, Frankreich, Espagne, Portugal, Amérique. Les pays de langue allemande gibt es auch. Jakob Hastner ist mir auch schon mal bekannt, untergekommen. Valentin Hausmann. Hier noch l'Angleterre, Robert Fairfax, Jill Ferneby. Jill Ferneby kenne ich. John Farmer. Ja, freue ich mich drauf. Das Buch, mit dem ich mich aber eigentlich beschäftige, ist Guide de la musique sacrée et chorale profane, l'âge baroque 1600 à 1750. Es gibt einen Klappentext, mit dem übe ich immer Französisch zu sprechen. Mein einsprachiges Wörterbuch. Ein blau-gelbes einsprachiges Wörterbuch von Larousse liegt unten im Keller. Irgendwann hole ich das raus und fange an zu übersetzen. Bis jetzt lese ich es nur vor. Ce guide de la musique sacrée, chorale profane, prend place dans cette vaste exploration de l'ensemble du répertoire musical qui s'est fixé pour tâche la collection les indispensables de la musique. Was ich noch machen muss, der französische Staat hat, ich habe eben schon nachgeguckt, seinen Daumen auf diesen Büchern. Man soll immer vorlesen, von wann die sind und wo die herkommen. Und das steht hier auf der letzten Seite und da steht das Gleiche drin in beiden Büchern. Achevé dans premier en janvier 2018 sur le presse numérique de l'imprimier Maury SAS ZI des Andes 1200 millions. Das heißt, das Ding kommt von der Nummernpresse, von der Notenpresse und deshalb hat das Ding auch einen Namen. Numéro d'impression ist L17-75398G. Genehmigt ist das Buch im Juli 2008 worden. So, damit ist dem französischen Staatsformalismus Genüge getan. Ja, sind was Besonderes, weil sie von der Notenpresse kommen. Und ich kann doch wieder weiter vorlesen. Hätte ich beinahe vergessen. Das ist der gleiche Verlag war, ja, da steht das auch hinten drin. Man kann auch hinten nachgucken, die Nummer müsste eine andere sein. Ist auch so. So, und das Buch ist Depot Legal Novembre 2011 genehmigt worden. So, interessant. So. Ce guide de la musique sacrée et chorale profane prend place dans cette vaste exploration de l'ensemble du répertoire musical qui s'est fixé pour tâche la collection Les Indispensables de la musique. Étant donné l'ancienneté et l'ampleur de ce domaine de la musique, trois volumes parcourant les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours ne seront pas de trop pour en faire le tour.
Also es gibt drei Bände seit dem Mittelalter, das ist Band 2, das ist das dritte Band. So. L'âge baroque à quel est consacré ce volume est certainement en cette matière l'une des périodes les plus riches et celle à laquelle notre époque porte le plus d'intérêt. Chaque année, voir la révolution de nouveaux chefs d'œuvre oubliés jusque-là est selon des mérites de ce guide de participer à cette entreprise de redécouverte. L'appellation musique sacrée recouvre les compositions destinées à la liturgie, ombriquet, messe, verbe, briquet terminé, les œuvres reposant sur des textes bibliques, ombriquet, psaume, briquet terminé. On sait que sur des sujets empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament, ou encore célébrons certains épisodes de la vie de la Vierge et des saints. Il s'agit ici aussi bien d'ouvrages pour voix ou partie soliste, en braquet les sons des ténèbres, braquet terminé, pour chœur, a cappella ou avec orchestre, en braquet messe cantate, oratorio motet, braquet terminé. Tout naturellement, les œuvres de musique profane recouvrant à des ensembles vocaux analogues ont été ici associés. C'est ainsi qu'on trouvera dans ce guide aussi bien l'analyse du Magnificat de Bach que celle de sa cantate du café du Messie, aussi bien que de Semele de Händel. Jean-Sébastien Bach, embraqué dans chacun des 210 cantates, fait l'objet de commentaires, braqué terminé, Monteverdi, Händel, Marc-Antoine Charpentier, Purzel, Schütz, Vasignon, avec quelques 100 autres compositeurs, parmi lesquels Vivaldi, Rameau, Lalande, etc. Trésor inestimable où s'expriment les sentiments religieux et l'ardeur spirituelle de toute une époque, qu'il soit catholique ou protestant, cet immense répertoire est ici présenté, commenté et analysé dans toute sa richesse et sa diversité. So. Ich bin durchs Buch geblättert und als erstes werden im Buch Komponisten vorgestellt in alphabetischer Reihenfolge. Ich bin bei William Boyce angekommen, der auch ein
geplantes Leben hat. Der ist 78 geworden. Das war schon das 18. Jahrhundert, 1711 bis 1779. Das galt jahrelang als perfektes Lebensalter für Kirchenkantoren. Die sind direkt in den Himmel gekommen, wenn sie knapp 78 geworden sind. 7. Februar ist er gestorben. Da ist auch der genaue Todestag bekannt. Das war ganz sicher geplant, dass der da abgenippelt hat. Ansonsten, ich habe es letzte Folge schon gesagt, wären solche genauen Daten aus den Kirchenarchiven verschwunden. Das muss auch eine Kirchenschwuchtel gewesen sein. Und wegen der ganzen Sünden musste man da ganz genau sein, sonst wäre er nicht in den Himmel gekommen. So, dann geht es mit Sébastien de Brossard weiter. Baptiste Dampierre ist der geboren. Nee, baptisé à Dampierre. Das ist das Geburtsdatum gar nicht bekannt, da ist das Taufbar-Datum nur bekannt. Baptisé à Dampierre, also getauft in Dampierre, le 12 septembre 1655, am 12. September 1655, mort à Meaux, le 18 août 1730, am 10. August 1730 gestorben. Die Todesdaten sind auch bekannt, das genaue Taufdatum auch. Auch eine Kirchenschwuchtel. So. Nikolaus Brun. Da sind keine genauen Daten bekannt. 1665 bis 1697, hat auch viel zu kurz gelebt. Das ist keine Kirchenschwuchtel gewesen. So. Geboren in Schwabstedt in der Nähe von Husum, gestorben in Husum 1697. Was hat er geschrieben? Les Concerts spirituels, die geistlichen Konzerte, Zeit meines Abschieds ist vorhanden. De profundis clamavi, mein Herz ist bereit, aus dem Psalmen. Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereit, jauchzet dem Herrn alle Welt, klingt alles nicht schwul. Deshalb ist er so früh gestorben. Dann haben vielleicht die Schwuchtel an die Seite geräumt. So stelle ich mir das immer vor. Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Ich liege und schlafe. Muss nicht der Mensch auf dieser Erde in stetem Streite sein? Auch komische Ideen gehabt anscheinend. Aus dem Psalm von Job. O werter Heiliger Geist, hemmt eure Tränenflut. La cantate chorale. Eine gesungene Kantate. Entstanden ist der Heilige Christ. Und dann kommt Dietrich Buxtehude. Von 1637 bis 1707, da stehen keine genauen Todesdaten dabei. Der ist 70 Jahre alt geworden, genau. Bei dem war man gnädig und hat die Todesdaten verschwinden lassen. Keine Ahnung, ob der schwul war. Alles, was er tut mit Worten oder mit Werken, dann gibt es ein Buxtehude-Werkverzeichnis. Also hat Gott die Welt geliebet. Anfilius non est Dei, aperite mihi portas justitiae, wie viel dem Engel, dass er kommen, cantate domino, cantate novum.
das neugeborene Kind der war, glaube ich, nicht schwul. Schwurzel hätten eine andere Titel gewählt. War ein ganz großes Thema in meiner Kirche. So. Und dann kommt Antonio Caldara. Gegen 1670 in Venedig geboren und da gibt es in Wien das genaue Todesdatum, das ist der 28. Dezember 1736, in Wien gestorben. Ja, den kennt man und der war garantiert schwul, wenn ihr das Datum des Todestages so drauf aufgepasst habt. Und der 28. Dezember passt auch dazu. Ja, hat er gelebt. 66 Jahre passt auch. Mutete adui e tre voci opera quarto. So was ist schwul. Santa Flavia Domitila, Cripa Calderasse en Livre Anonyme. Das sind weltliche Oratorien hier. Der hatte weltliche Texte. Antonio Caldara. Und dann kommt André Compra, kenne ich gar nicht. 1616 in Aix-en-Provence geboren, am 4. Dezember getauft, gestorben 1744 am 29. Juli in Versailles. Mit 14 Jahren in den Chor der Kirche Saint-Sauveur gesteckt worden. Der war ganz sicher auch schwul. Das hätte man den nicht in den Chor gesteckt. Im 17. Jahrhundert. Er hat Motettenbücher geschrieben. Boah. Kann sein, dass ich heute ein bisschen früher aufhöre, weil ich so müde bin. Boah. Dafür, dass ich ihn nicht kenne, naja. Giacomo Carissimi, damit geht's weiter beim nächsten Mal. Ich wollte noch hinten ins Glossar der musikalischen Ausdrücke gucken. Glossar. Da gibt es eins, finde ich gut. Ce glossaire propose des définitions volontairement simplifiées des principaux termes techniques rencontrés au cours de cet ouvrage, sans prétention d'exhaustivité et pour le plus de clarté, on s'est borné ici aux seules acceptions prises par ces mots dont les présents livres, a cappella, locution italienne significa littéralement dans le style de chapelle et indiquant qu'une œuvre vocale se chante sans accompagnement instrumental. Da brauche ich ganz sicher meinen Laus für.
en APES, division rythmique d'une pied de 4 tons en deux brefs est une longue et une longue. Bref, et une longue. So, pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Das ist an APES. Naja, vielleicht brauche ich das doch nicht für alles. Das ist sinnvoll, dieses. Wenn ich einmal durchgeblendet bin mit den Komponisten, werde ich sicherlich weitermachen und mir hier dieses Glossaire angucken. Und dann gucke ich mir mal einzelne Sachen an. Hier drin stehen. Oh, wow. Vielleicht haben wir ja sogar Noten dazu. Das war's. Ich bin müde. Ich höre jetzt auf, ich kann nicht mehr. Und in der Küche muss ich noch einen Hefeteig kneten. Tschüss.